Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Okay, ich höre nichts mehr von Nein. Das heißt, Inky, bereit? Ja. Okay, wir starten, Ladies and Gentlemen und diverse, zum finalen Match von heute. Ich bin mega hyped, es wird Bind, es wird krass, es wird Unterhosenmafia gegen die Nightmare Hunter. Ja, das zweite Match, das wir heute auf Bind haben. Essen wurde bisher noch nicht gespielt und ich glaube, das bleibt auch weiterhin dabei. Genau, also... Ich bin gespannt, was am Dienstag noch kommt, aber... Genau, so als allerletzte Map. Ist ja Bind und Split die meistgespielten Maps. Comanche natürlich jetzt auf Seiten von Nightmare Hunter, damit diese natürlich noch es sehr spannend gestalten können. Bin auf jeden Fall gespannt, ja, ob es jetzt irgendwelche Änderungen nochmal schnell geben wird. Ich meine, beide hatten jetzt nicht so lange Pause, aber ob es jetzt nochmal schnell irgendwelche Agentenwechsel und so geben wird, da bin ich mal gleich gespannt drauf. Comanche ist natürlich absolut für die Nightmare Hunters. Um ihre Möglichkeit der Meisterschaft offen zu halten. Nachzuvollziehen, genau. Ich glaube, hier ist insgesamt die Mehrheit für die Nightmare Hunters. Genau. Nichts gegen die Mafia, aber... Es geht ja einfach nur darum, das Turnier so spannend zu halten, wie es möglich. Da, so sehen das FC ja alle. FC Bayern-Effekt, ne? Es gibt die Leute, die sind dafür und es gibt die sind dagegen. Die dagegen sind immer für die anderen. Ja, es ist... Ja. Als ich Fußball mit eine Anekdote gebracht habe, dann gab's Ärger, ja. Erstmal aber Inky dachte. Schlecht, was ich wahrscheinlich gemacht habe. Jetzt wird mir bei allen angezeigt, dass sie eine Phantom haben und sämtliche Utility, das ist natürlich ein schöner Bug. Ja. Muss ich, ja, Tab, deswegen immerhin ist es gut, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt noch die Tab, beziehungsweise die Stat-Anzeige noch zumindest da ist. Dass man zumindest da noch schauen kann, was so da ist. Teilweise leichte Rüstung, teilweise Shorty, Ghost paar Mal. Wir werden einfach schauen. Ja, aber es wird erst auf die Pistons gehen. Also momentan baut man sich Market auf. Scheint so, als würde man eher Richtung A spielen wollen. Auf jeden Fall ist das gesamte Unterhosen-Mafia-Team auf jeden Fall Richtung A-Short unterwegs. Smokes werden bereitgestellt. Brimstone wird die jetzt gleich abwerfen. Mal gucken, ob man jetzt mit Gokong Flash sitzt. Ja. Gegen Ward. Alle mit genau die richtige Reaktion. Alle mit der Phantom so unterwegs. Zeit. Ein paar Probleme mit der Wall. Man lässt die Zeit aber komplett fallen und lässt liegen. Versucht er eher für den Retake sich aufzubauen. Genau. B hat während der Zeit noch nicht verschoben, genau. Das muss man halt auch gerade mal sagen. Ne? Race braucht noch der ein bisschen. Der Bombplant wie bei Spiel gegen Hangover. Wall, davor gute Chance jetzt. Und davor genau. Dann der Plant. Gute Chance jetzt für Sova. Der kann von hinten von Short kommen. Dieser Fall hat ihn leider verraten. Ja. Ah, und dann sitzt das Crosser-Placement nicht. Schade. Eingekriegt durch die... Also close Blinky. Gerechnet. Daniel auch down. Und jetzt All Eyes, God of Nightmare. Kann auch noch einen machen, reicht aber im Endeffekt nicht für die Runde. Und damit geht die erste Runde an die Unterhosen-Mafia. 1-0. So, wieder ein Baraufbau für Ashort. Wieder alle vier direkt wie bescheuert vor der Barriere am Warten. Gucken, ob man diesmal wieder mit Smokes arbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass sie die Waffenstärke nutzen wollen und da direkt rumkommen. Und jetzt haben sie sich eigentlich verraten mit dem Hüpfer von Sage. Aber Team Nightmare Hunter reagiert noch nicht. Da Smokes kommen, Nades kommen, Steps kommen, aber die Wall steht dagegen. Ja. Breach schneift dann auch an der Wall rum. Richtiger Metzger heute. Von hinten wurde schon ausgeschlossen. Wenn die Rage schnell genug ist, kann er der erste Frag fallen. Holen sie stehen. Sehr schön. Down. God of Nightmare von hinten. Aber jetzt auf also B. Also 4 gegen 4. Die Bombe wird auf jeden Fall B geplantet. Die sind dann durch den Teleporter durch und Turnier ist falsch geschrieben. Das ist richtig. Wir turnen nicht, wir turnieren.
Der Co. hat recht. Turnier wird ohne Erne mit dem Schuh. So, schöner Frag vom Fieseklopfer. Einfaches, klares Gesicht. Ares Man, Last Man Standing. Für das Team der Nightmare Hunter. Ja, mal gucken. Wird ich wahrscheinlich noch versuchen, irgendwie ein oder zwei Exit-Tracks zu ziehen. Die Runde noch ein bisschen teuer machen. Mal schauen. Aber mit 19 HP rafft er hier auch nichts mehr. Nee. Kieselklopfer mit einem weiteren schönen Frack, also der hat heute auf jeden Fall seinen Tag. So. Turnier ist überall falsch geschrieben. Das ist jetzt ja auch nicht der Ausschlaggebende. Vielleicht haben wir auch unsere eigene Form von Turnier entwickelt. Na? Das wird da mit dem R geschrieben, damit man uns nicht verwechselt. Was denn? Nicht? Ja. Vernünftigartig hier alles, ne? Ja. Turnier richtig schreiben kann jeder. Ja, schreib's mal falsch. Oh. Das ganze Team Unterhosen Mafia jetzt vor B lang aufgebaut. Wird wahrscheinlich im Bereich um die Fountain relativ schnell einnehmen. Gucken mal, ob man da auf Contact geht oder sich doch eher für was Schnelleres oder sogar ein Split entscheidet. Sova hat auf jeden Fall vor Hooker geklärt, weil es anhand des Falls, dass da kein Contact kommen sein. Der erste Edge-Frag wird direkt gerefragt. Deswegen hält man halt immer eine Seite zu zweit bei B. Aber gut. Ist wenig zu machen. Die Taktik kennen wir ja bereits. Die haben die schon sehr häufig gegen mich auch angewendet gehabt. Über den Teleporter vor Bathroom einnehmen und jetzt gehen sie über den Bathroom Richtung A drauf. Wird aber mittlerweile gefeedet. Der Nightmare hat da stehen auch schon. Geben eine schöne Flash, drängen die Gegner zurück. Das ist gut gelaufen. Schöne 3 gegen 3 Situation jetzt. Dabei sind wir terminlich noch ganz am Anfang. Ist meine Zeit irgendwie verpackt oder haben wir wirklich noch 1,5 Minuten? 1,5 Minuten. Das sollte passen. Es ist ja viel passiert in der Sekunde. Also Entry auf lang über den Teleporter, mit Refrag über den Teleporter zuvor Bathroom, da einen Frag holen. Bathroom nach vorne und wieder zurück. Aber gut, Daniel, diesmal mit dem oben, nicht mit der Sage. Eventuell die bessere Wahl, so hat man auf jeden Fall mehr Impact, wenn man schon der Fragger ist. Hält jetzt gerade Short alleine gegen 2, die Race ist da relativ teilnahmslos. Daniel, du hast deinen eigenen Smoke, schräg damit auch ein. Den ersten steht es alleine gegen Brimstone. Gegen Einzelfark, keine Ahnung, wahrscheinlich Alpha. Smoke an Brimstone vorbei. Brimstone kann sich aber den Frag holen. Genau. Brimstone. Hat jetzt noch 45 Sekunden zum Handeln, zum Reagieren, spielt aber gegen 2. Genau. Spike hat er auch, also er hat alle Optionen offen. Ja, gerade geht's in die folgende Situation so zu beeinflussen, wie er das gerne hätte. Er fehlt nur selbst natürlich keins. Keine Smokes, keine Molotov, kein Stimpack. So verwartet er ab, mit dem Messer jetzt hier rein. Gut, nice. Shops, ja. Da ist der Anschluss. Doc Tennyson macht es einfach safe. Sehr schön. Schön gemacht. Ja. 2-1. Das war jetzt die erste Runde, die erste Waffenrunde und direkt auch die erste Runde für die Nightmare Hunters. Kann es sehen lassen, sollte so weitergehen. Auch hier, wenn ordentlich getradet wird, ey, das wäre der Hammer, wenn Nightmare Hunters das jetzt noch macht, ganz ehrlich. Also aus Sicht des Turnieres wäre es das Spannendste, was es geht. Unterhosen Mafia will das natürlich vermeiden, weil dann hätten sie es natürlich nicht mehr in der Hand zu entscheiden, auf welchem Platz sie am Ende dann liegen würden. Wir müssen dann am Dienstag geschwitzt passiv dazu schauen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Unterhosen Mafia ist jetzt schon im dritten Game, ne? Das wird irgendwann anstrengend. Ja. Wall hat ein Gap, man kann links vorbeigehen. Teleporter. Keine wirklich gute Wall, wenn ich das mal so sagen darf. So, da fällt der Entry. Sowas stirbt jetzt auch noch. Viele. Und Nero alleine gegen 3. Schafft's aber nicht aus dem Hooker gegen die 3. Ja, und jetzt muss man theoretisch schon wieder sich den Retake aufbauen. Ares Man und God of Nightmare, die letzten beiden Überlebenden für das Team Nightmare Hunter. Aber mit einer Race Rainer machst du gegen 5 nicht mehr viel. Auch hier am besten die Runde teuer machen, aber auf Sieg würde ich da nicht mehr spielen. Boah, hol die Nate raus, wenn die Gegner auf dich schießen. Mutig. Nehme ihn die Sicht.
Rainer aufhauen am Bunker. Also es sieht schon so aus, würden sie noch dafür gehen wollen. Geben alles. God of Nightmare natürlich mitten drauf jetzt. Oh, zu Bushi auf dem krassen Trackle. Bunker rein. Wird natürlich jetzt zeitlich nicht mehr reichen. Aber er ist immerhin nochmal. Ja, die Runde ist vorbei. 3-1 für die Angreifer, 3-1 für die Unterhosen-Mafia. Sie gehen alle. Damit weiterhin auf dem Weg in ihren 3-0-Siegtag. Tagsieg, Turniersieg, mir egal. Na, das kann man auf alles beziehen. Also, wenn sie es jetzt so holen sollen, dann hätten sie auf jeden Fall. Dann hätten sie einfach die Streak, einfach eine schöne Streak am Laufen gehabt. Schön durch. Ja, nicht gerattert, aber sie haben durch gute Leistung gezeigt und. Am Ende wäre es auf jeden Fall verdient, sag ich mal. Sollte das jetzt zu dem Sieg kommen am Ende. So, wieder auf B, Sage noch alleine. Race rückt nach. Wall aber früh gesetzt, muss jetzt kaputt gemacht werden. Die Vision wird damit natürlich stark verkleinert. Kontrolle zu nehmen. Boah, im Jump aus dem Hooker Richtung CTM schießen, aber es hat gereicht. Roman hat sich jetzt natürlich auch verraten, man weiß Bescheid. Wird aber so geil. Schafft er noch auf den Entry zu setzen. Breach Face zu viel. Next. Daniel noch. Und jetzt heißt es wieder oben. Teleport. Und Aris Mel mit Rainer über den Hooker. Oder? 3 gegen 2, das ist machbar. Ah. Rainer kommt. Kein Kontakt im Hooker, der kann jetzt. Rainer ja, sieht sie. Ja. Den ersten Frag. Backside und lang, ob er das readet. Backside down. Jetzt aber lang. Oh, und jetzt wird spannend. Und ist bekannt, ja. Das sind auf jeden Fall zwei abgebrühte Leute, die da gegeneinander gerade im Klatsch sitzen. Ich habe schon viel von Shockcraft gesehen, ich habe schon viel von Daniel gesehen. Schade. Ja, Shockcraft bleibt genau im richtigen Moment stehen, um dann halt anzuaimen. Aber ich kann da auch nicht sagen, was die richtige Entscheidung für Daniel gewesen wäre. Er hätte durchziehen können, er hätte früher rausziehen können. Viele Möglichkeiten, aber das Ergebnis ist halt eher eine Zufallssache. Und jetzt steht es 4-1. Schöner Retake, am Ende hat es leider nicht gereicht. Aber das geht den ganzen Tag schon gefühlt so, ne? Die Unterhosen-Mafia vom ersten Spiel gegen uns bis jetzt, zweites Spiel auch, immer sehr knappe Runden. Sie holen im Endeffekt immer ihre Runden, aber immer sehr knapp. Das stimmt. So, jetzt auf jeden Fall wieder für den B-Split aufgebaut. Nightmare Hunter baut auch mittlerweile um. Man steht zu 3 Leuten vor B. Entscheidet sich sogar, den Teleporter mitzunehmen, also 4 Leute vor B. Und entsprechend die Unterhosen-Mafia jetzt auch erstmal am Stehen, am Gucken, was machen wir denn jetzt. Das sind irgendwie mehr Gegner als erwartet. Aber die Entries sitzen und das ist das Relevanteste. Mhm. Drei Fracks, die Zeit ist frei. Dann haben wir wieder auf B-Spot. Rainer alleine. Ja, was macht Aris, man? Und Rainer natürlich jetzt auch durch Cypher erkannt. Sieht ein wenig so aus, als würde der jetzt am T-Spawn safen gehen. Wobei das eigentlich schon eine Classic ist, das Ding brauchst du nicht safen, Freundchen. Ja. Vielleicht mehr die Hoffnung, was wegzusnacken auf dem Weg vom Wegrennen der Bombe. Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht über diese Entfernung. Dann, da vorne liegt eine Waffe, kann sich jetzt den Scout holen. Wird er auch wahrscheinlich machen. Und jetzt mit einem ordentlichen Peek nach links. Oder man schleicht um die Ecke. Schade. Ja. Markus. Zu erwartendes Ergebnis. Da wurde halt nur noch. So halbherzig quasi rumgepickt, nicht vorgeaimt, nicht ordentlich umgezogen, nach vorne laufen. Er hat den Gegner wahrscheinlich da überhaupt gar nicht erwartet. Mhm. Also. Ja. Weil es funktioniert, geht es auch so weiter. Die Unterhosen-Mafia ist halt schon wieder vor B am Aufbauen. Windet jetzt aber um Richtung A, guckst dir mal an. Die wissen noch nicht genau, was sie machen sollen, wollen sich aber in neue Gewässer wagen. Ja. Hier. Man, sie haben ja alles offen. Sie haben es ja in der Hand. Ich halt immer predige, man muss die Taktiken balancen. Man muss mal die andere Seite drauf. Ja. Wahrscheinlich, wo die wussten, dass jetzt gerade schon einer durch den Teleport gekommen ist und drei auf der Side waren, wahrscheinlich, dass sie diesmal wieder zu mehreren B sind. Wollten B auslassen. Aber Nightmare Hunter steht da ordentlich auf A. So, jetzt wird der Contact geholt. Aus dem besten Bronze und aus dem Short. Beide drei Tracks sitzen sogar. Jetzt wird es nachgerückt. Omen über den Spawn. Sofa begegnet jetzt den ersten. Kriegt jetzt gleich wieder Kontakt. Sofa mit einer Chance. Ich denke nicht, dass er mit der Sage rechnet. Ne. Nee. Natürlich die Sage holt das. Jetzt können wir noch dem Daniel zugucken.
Der steht da vom CT, kommt über den CT-Bogen langsam rein, wird aber direkt in Contact kommen. Also, das ist jetzt gespeckt und kurz leider nicht nutzen. Kurz zu push die auch einen ordentlichen Repeak und okay, ist kill, ne? 6-1 für die Unterhosen-Mafia. Also, wenn das so weitergeht, werde ich mir wahrscheinlich wirklich fürs nächste Turnier mein eigenes Team zusammenstellen. Ja. Der Unterhosen-Mafia lege ich mich auf jeden Fall gerne nochmal an. So, Wiederaufbau für B. Das, was die letzten Runden auf jeden Fall erfolgsversprechend war, macht man wieder. Man geht über Short. Den hier dort in den Entry zu setzen, schafft es nicht. Sage kommt direkt aus dem Teleport nach. Race ist auch noch aus dem Teleport raus, aber nee. Die fangen es ab. Da war nicht genug Time da, aber Doc Nest, Sennethan mit den Retracks. Und der dritte? Über den dritten. Und Spike liegt auch vorhanden. Ja. Also er hat die goldene Position noch zu spielen, aber hey, das war mutig. Er hatte eine gute Chance, die ganze Runde zu holen. Jetzt All Eyes on Aris Man, wie immer im Klatsch, wie immer von hinten kommt. Wird wahrscheinlich auch predicted, wenn ich hier schon den Cage sehe von dem Cypher. Race-Drohne ist auch am Ausschließen. Ja. Auf geht's, Aris. Schade. So nicht. 7-1. So. Guck mal. Menschen mit Problemen. Normalerweise zeigt man das für so Reality-Dokus auf RTL 2. Aber heute treffen sie sich in der A-Lobby. Tauschen ihre Pistols. Ich war gerade bei den Verteidiger, die wundern mich, was hast du jetzt? Ich hab's aber noch gesehen. Die standen da jetzt tatsächlich 15 Sekunden im Kreis und haben sich die Waffen so geworfen. Ja. Guck mal, ich kann man kann auf jeden Fall sagen, sie haben eine gute Laune auf jeden Fall vor dem Turnier. Davon getragen. Ja. Haben Fun. Tsukushi verschießt. Der Entry sitzt trotzdem auf B-Lang. So war jetzt alleine. Das Last Man Standing. Erstmal das ganze Gegenhalten. Versuchen zu mehreren von hinten auszuwischen. God of Nightmare hat damit auch den Endspiel gesetzt. Aris Man kann direkt nachlegen. Aber wird von hinten abgefangen. Schade. Gute Kommunikation an der Stelle bei Unterhosen-Mafia. Schade. Nicht mit Rester mit dem zweiten Frack. Aber durch die Sage-Wand? Der Schaden ging durch die Wand von Sage? Ja, dran vorbei. Die war nicht so optimal gelegt. Da konnte er noch vorbei dran schießen. Hat dann gereicht, um God of Nightmare noch zu treffen. Ja, nicht so, aber er hätte gerade beinahe gedacht, er ist der Einzige, der noch irgendwie B halten kann. Jetzt muss er doch A retaken. Also, sehr gute Idee zu rotieren und das auch zu überrotieren von Nightmare Hunters, da über den T-Spawn zu kommen, beziehungsweise über den Market. Die haben konnten sogar einen Frag holen. Dann ging es zu weit. Dann sind sie halt eskaliert. Wollten sich noch die Sage am Spawn schnappen, sind in eine Falle gerannt. Ja. Aber ja, manchmal ist das. Bei Nightmare Hunter war auch nie so richtig das Gefühl, lieber safen, sondern wir wollen es immer versuchen bisher. Also gegen Unterhosen-Mafia aus dem Spiel, was wir gespielt haben, am besten funktioniert es halt eigentlich, wenn du versuchst, auf einen schnellen Entry zu gehen, das heißt irgendwo gemeinsam einen aggressiven Move zu machen, einen, vielleicht zwei Frags zu holen und dann zurückzuziehen. So, und dann müssen die halt überlegen, wie sie wo noch durchkommen. Und das gibt natürlich eine sehr gute Chance, das ganze Game halt quasi im Endeffekt auch damit zu gewinnen. Aber dafür muss man halt diesen gemeinsamen Move machen und den Entry halt erstmal holen. Okay. So, den gemeinsamen Move hatten sie, haben halt den Entry geholt, sie haben das Ganze in ein Unterzeitspiel oder haben die Unterhosen-Mafia in ein Unterzeitspiel gezwungen, aber irgendwie dann sind sie halt zu weit nachgerannt quasi und haben das wieder weggegeben. Also nach Entries immer erstmal zurückziehen. So, auf beiden Seiten wird für 1 getradet. Beziehungsweise beide sind auf A rumgefallen, wenn ich das richtig sehe. Vor Bathroom ist mittlerweile ausgeschlossen, weiß nicht viel. Sage in einer tollen Position. Nero macht damit auch dann einen Frack. Konnte man natürlich nicht mehr rechnen. Jetzt sind sie in dem Fall wieder, sie sind offensiv, sie haben das Überzeitspiel, sollten jetzt nicht zu weit pushen. Aber wenn das jetzt passiert, fällt jetzt einer? Von hinten? Sie fällen.
Thanaton. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Ja, 4 zu 1. Ihr werdet meine Verbündeten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich vermute, Kieselklopfer wollte wiederbeleben. Das ist deswegen dann. Schade. Ich verliere gerade die Übersicht. Fallen überall Spades, überall fallen Leute. Und jetzt ist die Sage auf einmal durch mit dem Spike auf dem B-Spot, kann legen und das Ganze in eine 2 gegen 1 Klatsch-Situation eventuell noch zum 9. Punkt für die Unterhosen-Mafia runterziehen. Eieiei. Da kommt die andere Sage entgegen. Ahnt damit. Da muss man zusammen rumgehen. Und jetzt kommt Rainer nach. Und verrät sich dann noch, aber es reicht. Das ist das Wichtigste. Also Sage ist da alleine rumgepickt bei Lang. Das war natürlich eine saugefährliche Sache, das alleine zu probieren. Aber Ari konnte dann sie von hinten erwischen. Also es ist... Hatte das Glück noch auf ihrer Seite. 8-2. Anschluss. Glaub mir, so viel Wasser haben wir gar nicht im Boiler, wie ich gleich duschen muss hier. Letzten zwei Matches bevor Seitenwechsel. Aber diesmal wieder ein sehr A-lastiger Aufbau. Und das ist genau die richtige Form, um das zu countern, was bisher passiert ist. Also zwei Runden in Folge haben die halt auf A gepusht, die Nightmare Hunters, die Defensive. Und deswegen wird das Ganze jetzt möglichst versucht umzudrehen, indem man halt A-Short von beiden Seiten ein bisschen gegenhält. Außerdem den Push im Bathroom aufhält, was jetzt gut funktioniert hat. Ulti-Zimmer drüber. Und es ist davon auszugehen, dass damit jetzt auch der Execute kommt. Ja. Stage stirbt schon. Daniel im Heaven mit der Orb, das ist eine gute Position, die er da hat. Wenn das gut ausspielt. Naja, stimmt. Ist ein bisschen gegen die Wand gekommen, glaube ich. Und Nathan kommt schon von hinten. Die Bombe ist noch nicht geplant, er kann schon von hinten kommen. Zweiter Frag, sehr stark, Nathan. Tennyson, sorry. Und deswegen jetzt eine 2 gegen 2 Situation. Die können beide von Short retaken, werden nicht gereadet. Käseklopfer. Das macht gar nicht mehr. Nächste Situation zum zweiten. Schade. Gut zu kuscheln mit dem richtigen Timing. Er hat zwar die ganze Zeit eigentlich in Heaven gehalten, aber rechtzeitig nach Short gepiekt. Schade. Aber wieder so knappe Runden. Das sind richtige Arbeitssiege immer. Weil der Kieselklopfer ist hier echt. Da kommt die Odin. Letzte Runde vor dem Seitenwechsel. Die Odin wird ausgepackt. Kann man machen, die Odin ist halt tatsächlich keine so schlechte Waffe. Ich finde, die darf man nicht unterschätzen. Ich finde, sie ist einfach nur viel zu teuer für das, was sie kann. So, Daniel wird jetzt hier auf Kontext stoßen. Flash einmal. Nein, er smoked. Er smoked in die Mitte rein. Ja. Teleporter haben auch schon die Race. Die versuchen jetzt gleich zu zweit hier das Ganze gegenzuhalten. Mit dem Frag. Warum auch immer die jetzt im Hooker tauschen, also entweder beide im Hooker oder keiner. Ja, das war das logische Ergebnis. Daniel, aber Daniel mit zwei Frags in den Hooker rein. Und sie haben Garten immer nicht ausgeschlossen, es ist immer noch nicht bekannt, wie es aussieht. Spike ist down vorm Hooker. Ja. Rainer kann es von hinten ausschließen. Wenn sie sich schon ein bisschen beeilt, hat sie eine gute Möglichkeit. Daniel macht noch weiter am Track. Mit seinen letzten Möglichkeiten, mit seinem Leben. Und Utsukushi und Shockcraft mit Cypher und Race im Garden am Stehen, auf Lang. Auch gänzlich unbekannt bisher, außer dass sein Entry gefallen ist, wissen die noch nicht mehr. Beide mit einer Orb. Ja gut, das macht das Spielsystem natürlich dann auch sehr langsam, ne? Zeit Technanos mit einer Orb ist sehr langsam dabei, Raum einzunehmen. Ob gegen Guardian und Odin. Also, da ist die Odin. Das ist ein wunderschöner Winkel von ihm, den spiele ich auch sehr gerne. Der funktioniert halt einfach. Mit der Odin Run and Gun. Das kann man sich auch mal sehen lassen. Ja, Utsukushi Safety anscheinend die Orb. Auch wenn das wohl keinen Sinn hat, weil es die letzte Runde der Halbzeit ist. Aber gut, jedem seinen Marathon, ne? Wäre jetzt so, ist jetzt immerhin der dritte Punkt für die Nightmare Hunters. Da kommst du nochmal. Teleporter Short. Ja, das hat zu lange gebraucht. Damit Daniel immerhin mit 4 Kills aus dieser Runde gekommen. Ja. Und 3 davon sehr wichtig. So, Halbzeit. Ich habe bei so den Scoreboard-Bug diesmal.
Naja. Das heißt, passend zur Halbzeit haben wir ihn wieder. Ja, der kommt mit dem Seitenwechsel. Ja. Keine Ahnung warum. Ja, muss sich Rito wahrscheinlich schon was einfallen lassen. Ja. Bei LoL gibt's ja keinen Seitenwechsel. Das wäre eigentlich ein geiles LoL-Spiel, oder? Hätte was, ja. Du spielst 25 Minuten und dann wechselst du deinen Charakter mit allen Items und allem, was er hat, einfach mit dem Gegner. Ja, du würdest auf jeden Fall ein bisschen was Neues wieder reinbringen. Dass man dann wieder auch Leute dann erstmal wieder für einige auch wieder nochmal interessanter machen. So für so ein Comeback. Ja, alle 5 Minuten wird das komplett durchgewechselt, keine Ahnung. Ja, was kann man da mal machen? So, Richtung Beth. Iceman hat auf jeden Fall was kassiert, wird jetzt geheilt von der Sage. Käseklopfer macht das Tor zu. Derzeit mit dem Spike, Race und Sova zusammen über Bathroom. Sova geht wieder zurück. Brock Tennyson versucht zwar schon trotzdem mal Short. Der B-Spot wird mittlerweile komplett offen gehalten. Ja. Ist auch nicht schlimm, weil das Cypher da immer noch eine Cam und Traps hat. Mhm. Also selbst wenn die kommen, wissen sie es früh genug und können es auch noch verlangsamen. Mhm. Aber auch Arisman derzeit, pass mal auf, die Arisman, also die Rainer, die schließt jetzt B aus. Wenn da keine Info kommt, dann ziehen die alle nach B rüber. Oder sie gehen jetzt zu früh dafür. Aber da fehlt dann Kommunikation. Ne, sie gehen für den Go. Und wird zu B gehen. Aber mittlerweile stehen da halt auch schon wieder zwei. Und so macht man natürlich keinen Raum gut. Daniel könnte noch einen Race abstauben. Tut er auch. Keine Ladung. Also mit einem Messer braucht man auch nicht aus dem Fenster springen. Das ist. Eieiei. Eieiei. Down. Das wird natürlich. Genau hier. Scharf bestraft hier in dem Fall von der Auto-Mafia. Dass er mit dem Messer aus dem Fenster gibt. Situation für Daniel, nichts zu machen. Und dass das vorher auch nicht gut getimed wurde mit dem Go. Mhm. Auch sehr interessant finde ich, dass Nightmare Hunter auch wieder komplett rotiert hat. Mit den Agenten. Also Nero schon mit dem dritten neuen Agenten, dritte Runde, dritter Agent. Genauso wie God of Nightmare. Also, persönlich gar nicht so sehr, weil da halt so manche sind, Daniel zum Beispiel ist halt meistens der Frag-Stärkste und da musst du nicht eine Sage spielen, sondern muss nach vorne gehen und muss halt die Lücken frei machen, weißt du, die Spitze vom Fall sein und das funktioniert nicht, wenn gleichzeitig deine Aufgabe ist, irgendwie hinten das Lazarett zu führen. Ja. Du kannst nicht an beiden Seiten gleichzeitig sein. Also ein Champion-Pick, mit dem das Ganze geht. Und dann für Klappsituationen oben ist nicht verkehrt. Dann kommt, man bleibt schön lange defensiv, so gehört sich das. Rainer in den Kabine nicht reinbekommen, hatte die Chance, verschießt aber leider. Ist noch einer am Hooker, die Bombe wurde gelegt. Was die zwei von Ticket lang. Oh, Link und Alpha. Da kommt oben alleine. Daniel mit der Chance, muss jetzt rausfliegen. Ein. Ja, viel schade. Zu viel Gegner. Schade, schade. Ja. Nee. Also mit der Classic, fünf bewaffnete Leute umzuknüppeln, ist ein bisschen unwahrscheinlich. Also werden dann auf jeden Fall den imaginären Preis Leistung des Turniers verteilt damit. Also das wäre auf jeden Fall die Runde des Turniers gewesen. Hätten wir dann einen imaginären Preis in dem Bereich so schnell noch zusammengebaut. Für fünf Classic Headshot Taps. Gegen ein fünf bewaffnetes Team. 5 Klatsch, ja, genau. Da wäre ich voll dabei. Also vielleicht auch Sachen fürs nächste Mal. Ja, ist ja klar, dass er da noch für geht. Er hat auch noch einen Frag geholt. Er hätte auch vielleicht schon einen zweiten Frag holen können. Teuer ist teuer, Geld ist Geld, ne? Ja, klar. Aber die Runde zu holen selber war halt unwahrscheinlich. Nein. So, sie stehen wieder alle vor B. Halt mir Hunter. Diesmal, sie sind jetzt bekannt. Jetzt muss der Tempo mal kommen. Wenn die wieder so langsam spielen wie gerade, wird das wieder nichts. Reach-Weich fährt derzeit Kabi aus. Und jetzt steht noch im Elbow der Shockcraft. Brimstone wieder raus, wieder im Kabi. Also, dass Kabi immer wieder eingenommen werden kann, ist halt eine Geschichte, die auch nicht so häufig erzählt wird. So, nun die Race und Hooker. Da ist das Matchpoint Game. Das Double Matchpoint Game. Ich wollte auch ganz hin und her schalten. Echt nicht schlecht. Also, jetzt haben sie es in der Hand. Ein Punkt reicht für die Meisterschaft. Für den Sieg hier. Keine Punkte abgegeben mit dieser kleinen Saison.
Ja, und halt auch wieder diesmal ein bisschen was mehr aufgeteilt auf die verschiedenen Spots. B-lastig würde ich das jetzt nochmal benennen, aber vielleicht versucht sie auch nur A oder Bathroom irgendwie einen rauszuholen, der zu offensiv pusht. Dafür muss man natürlich vorher ein bisschen noch B schaffen. Oben nur mit der Ulti. Will bei B hin, wurde gesehen, Ulti abgebrochen, aber die wissen jetzt, dass das Cypher im Elbow ist. Sie haben Cup-Käfig ausgelöst. Und Cypher hat den Sova jetzt im Hooker gesehen, also da beginnt auch sofort die Rotation, eventuell eine Overrotation, aber Rotation ist Rotation. Spikes aber beim Sova am Hooker und der ist alleine. Wenn der fällt, dann ist die Runde schon beinahe vorbei, weil an den Spike dann wieder dran zu kommen, ja, ist jetzt ein bisschen schwer. Lass den Himmel leuchten! Elbow, schöner Shot von Nero. Ja. Letzte Minute bricht an. Hab dich. Mit der Ares im Vorwärtslaufen beim Durchdrücken. Der Ares macht's mit der Ares. Hier geht's. Richtig los. Jetzt mit der Ulti, vielleicht erst nochmal, zumindest nochmal kurz spannend zu halten. 4 Stunden übrigens geknackt. Auf jeden Fall ein krasses Match ist heute. Aber wir wollen jetzt nichts abschreiben. Ares hat es jetzt in der Hand. Und ja, damit steht. Einfach Klick von Kieselklopfer und Games. Damit steht der Sieger fest. Der Meister steht fest. Großes GG an beide Teams für ihre Leistung. Beide haben ihre Saison jetzt quasi abgeschlossen. Alle beide haben 3 Spiele jetzt vorbei. Und Unterhosenmafia hat damit den imaginären Pokal in der Hand und kann ihn nun hochhalten. Weil hier sehen wir jetzt nochmal die Stats. Nicht schlecht. Viele Arbeitssiege. Aber alles. Sehr gute, souveräne Leistung. Ja, war ein schönes Turnier. Also klar, am Dienstag gibt es auf jeden Fall noch weitere Spiele. Da geht es, glaube ich, dann um den 2. Platz. Genau, dann kommt nochmal. Jetzt aber kann man natürlich schon sagen, dass die Unterhosen-Mafia dieses Turnier quasi gewonnen hat. Die haben heute 3 Spiele in Folge dominiert. Ich glaube, gegen uns mit 13-10 und dann noch ein 13-2 oder so. Und jetzt dieses 13-3 oder 13-1. Also 2 stark dominierte Spiele und ein etwas knapperes Spiel, aber damit overall natürlich gezeigt, dass sie verdient gewonnen haben. Genau. Und bis zur Season 2 mit Sicherheit auch dann durchaus den Titel tragen dürfen. Genau. Zwar. Ja. Und Tsukushi hat uns auf jeden Fall auch gefreut. Auf jeden Fall geht zur Meisterschaft. Kann ich einfach mal sagen, an jedem, der es gerade hört. Wir werden natürlich nochmal gleich kurz bei den Team reinkommen. War auf jeden Fall sehr krass, der Spieltag. 4 Stunden haben wir jetzt gehabt, 4 Matches. Eines war wie kein anderes, also 4 einzigartige Matches, alle haben Spaß gemacht. Es war einfach überall ein sehr spaßiger Spieltag und bisher auch ein sehr cooles Turnier, muss ich einfach sagen. Und GG einfach an alle Teams, die jetzt bisher teilgenommen haben. Ein Match kommt dann jetzt am Dienstag, das ist dann der 21. 19 Uhr, falls ihr euch das nur auch auf dem Terminkalender schreiben wollt. Dann ist dann das Charity Game. Genau. Da dürft ihr einmal spenden. What you saying?